Graz hat sicher eine sehr spezifische Interpretation von Smart City, nämlich dahingehend, dass uns weniger nur die technologischen Aspekte interessieren. Natürlich hat Smart City immer mit Big Data zu tun und mit zeitgemäßen Einsetzung neuer Technologien. Aber bei uns ist der Schwerpunkt doch deutlich ein anderer. Wir machen da, man kann es ganz offen sagen, aus einer Schwäche eine Stärke. Wir sind nicht in einer Liga mit den großen Metropolen dieser Erde. Für die großen Technologiekonzerne, ob das jetzt Siemens ist oder Toshiba, sind Städte wie New York, allenfalls in Europa noch Städte wie London oder allenfalls noch Wien von Interesse als Technologiepartner, aber sicher nicht kleine Städte wie Graz. Das heißt, wir haben diese Möglichkeit auch nicht in dem Maß, wie sie große Metropolen hätten. Das gibt uns aber auch die Gelegenheit, die Schwerpunkte anders zu setzen. Natürlich steckt die gleiche Idee dahinter, eine nachhaltige Stadt, eine ressourcenschonende Stadt zu entwickeln. Aber bei uns hat es schon sehr spezifisch auch zu tun mit einem besseren Maß an Bürgerbeteiligung. Da hat Graz eine andere Kultur als viele größere Städte, das naturgemäß auch haben können. Der Kontakt zwischen Verwaltung und Bürgern oder zwischen Politik und Bürgern ist ein engerer. Und wir nutzen Smart City schon auch zu einem verstärkten Bürgerbeteiligungsprozess. Definiert werden können viele Projekte, aber die ganz explizit dieses Label tragen, kann man klar benennen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Stadt Graz als Konsortialführerin sich um nationale Fördermittel aus dem Titel Smart City beworben hat und sie auch zugesprochen bekommen hat. Und da wurden zwei Zielgebiete definiert. Eines liegt im Westen von Graz, erstreckt sich über ein sehr großes Gebiet, das im Norden bei der Peter-Thunner-Gasse beginnt und im Süden in Reininghaus oder etwas südlich davon endet. Beziehungsweise gibt es ein zweites Zielgebiet südlich des Stadtzentrums entlang der Achse Konrad-von-Hötzendorf-Straße bis hinunter zum Stadion Liebenau. Und im erstgenannten Zielgebiet sind ja ganz konkrete Projekte am Laufen. Das sogenannte Projekt Smart City Wagner-Biro im Bereich um die Helmut-List-Halle an der Wagner-Biro-Straße beidseitig. Und unser größtes Grazer Stadtentwicklungsprojekt Graz-Reininghaus firmiert auch unter dem Titel Smart City. Und auch dort werden wir voraussichtlich in einigen Monaten die Bagger auffahren. Was heißt denn zeitgemäßes Planen heute? Das heißt, dass man die Daten, die man heute gut erheben kann, mit vertretbarem Aufwand aufgrund der zur Verfügung stehenden Technologie erheben kann, auch tatsächlich erhebt. Da war Graz über die Jahrzehnte eher immer vorn dabei und das möchten wir weiterhin so halten. Und dass man diese Daten auch vernünftig einsetzt. Und wenn man die natürlich vernünftig einsetzen will, muss man sie miteinander kombinieren und verschneiden. Die Kollegen, die sich mit Schwerpunkt um das Datensammeln kümmern innerhalb des Hauses Graz in der Stadtverwaltung, sind die im Stadtvermessungsamt. Und die sagen eigentlich schon seit mehreren Jahren, dass wir mehr Daten hätten und mehr damit anfangen könnten. Also es ist nicht das Problem, Daten zu generieren und zu erheben. Es ist eher die Herausforderung, die Strukturen dafür zu schaffen, dass man die auch regelmäßig einfließen lässt. Wenn man zeitgemäß agiert, verbessern sich viele Services. Das merkt der Bürger bei vielen kleinen technischen Neuheiten. Ob sie jetzt wie seit 15 oder 20 Jahren diese elektronischen Anzeigen an den ÖV-Haltestellen gibt, wann denn das nächste Verkehrsmittel kommt. Und zwar nicht nur mit Fahrplandaten, sondern in Echtzeit. Inzwischen hat das ja jeder am Handy-App und so weiter. Es sind also viele diese technischen Aspekte. Aber wie gesagt, mir ist ganz wichtig, auch nochmal zu betonen, dass es der Grazer Bürger auch daran merken soll, wie Verwaltung, wie Politik mit ihm umgeht, wenn er sich denn einbringen will. Das muss man auch dazu sagen, es hat auch jeder das Recht, die Anonymität der Stadt dahingehend zu nutzen, dass er sich nicht einbringt. Das wählen auch ein gewisser Bevölkerungsanteil. Aber wir sehen doch vermehrt wieder eine Kultur des sich einbringen Wollens und das gefällt uns sehr gut. Das gehört nach unserem Verständnis zu einer Stadt dazu. Das macht eine Stadt letztendlich aus. Und wenn Menschen sind, die bereit sind, sich einzubringen, dann sollen die auch gut betreut und gut abgeholt werden. Auch das ist Smart City. Und das merkt man ganz konkret beispielsweise im Projekt Smart City Wagner-Biro daran, dass da seit einem halben Jahr ein Container steht, wo mehrmals die Woche Ansprechpartner vor Ort sind und jeder, der sich informieren möchte oder der eine Anregung uns mit auf den Weg geben möchte für die Entwicklung dieses Stadtteils, findet dort Gehör, findet einen Ansprechpartner und hat aber auch die Garantie, dass das, was dort geredet wird, letztendlich die zuständigen Dienststellen auch erreicht und in einer Form einfließt. Es ist kein Wunschkonzert, es werden nicht alle Wünsche erfüllt, aber es werden zumindest alle mal berücksichtigt, ernsthaft bedacht und es gibt eine Rückmeldung dazu. Das Projekt Graz Mitte entsteht in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes, also
auf einer ehemaligen Industriebrache. Und dieses Areal liegt sehr zentrumsnahe und wurde jahrzehntelang also nicht aufbereitet für Nutzungen, also lag brach. Und aufgrund von neuen Wachstumsstrategien der Stadt Graz haben wir uns entschlossen mit verschiedenen Partnern, genau dort, in dem zentrumsnahen Areal, dieses Smart City Projekt aufzustellen. Und das besonders Smarte daran ist, dass wir uns ja den Zukunftsthemen gestellt haben, also Energieoptimierung, Ressourcenschonung, Klimaproblematik, Feinstaubthemen in Graz und alles das gemeinsam mit Mobilitätsthemen und Gebäudethemen integriert, soll jetzt gemeinsam für den neuen Stadtteil also aufbereitet werden. Also Smart heißt in dem Fall intelligente Vernetzung von neuen Technologien auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen Akteursprozess zu starten, wo Anwohner, Bevölkerung, Unternehmen und Firmen, die sich dort ansiedeln, gemeinsam in den Planungsprozess von Anbeginn an eingetaktet sind. Dieses Projekt haben wir 2011 begonnen, also wir arbeiten mittlerweile 4,5 Jahre und meine Rolle ist eine dreifache. Wir waren Projektentwickler, Ideenentwickler, gemeinsam mit der damaligen Stadtplanung. Wir sind als Architekten tätig, unter anderem als Planer für den Science Tower und für das Gebäude hinter der Listhalle, in dem sich auch die neue Energiezentrale für das ganze Quartier befindet. Und meine dritte Rolle ist die Intendanz im Auftrag der Stadt, um hier in diesem Interessensgemenge von Eigentümern, Investoren, der Verwaltung, der Planer, auch der Politik, hier gemeinsame Lösungen zu finden und Win-Win-Situationen herauszuarbeiten. Es ist ein nachhaltiges Projekt, es ist ein vom Klientenfonds gefördertes Projekt und da bedarf es einer Begriffsbestimmung. Wenn wir von Nachhaltigkeit reden zum einen, dann meinen wir hier ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit und kulturelle Nachhaltigkeit. Von der Größenordnung her sprechen wir von einem Quartier, einem kleinen Stadtteil, es wird ja ein neues Stadtteilzentrum dort entstehen. Das heißt, auch die Größe ist wesentlich, um die Programme, die wir hier entwickelt haben, auch umzusetzen. Das geht nicht im einzelnen Objekt, man kann das nicht verallgemeinernd für die ganze Stadt entwickeln, sondern das Quartier hat eine Körnung von der Größenordnung, die dafür sehr brauchbar ist. Das ist das Neue für uns. Wir sind noch keine 300.000 Einwohner stark, also wachsen aber sehr stark. In den letzten 10 Jahren haben wir 50.000 neue Einwohner bekommen. Und das hat dazu geführt, dass wir einen Wandel der Strategien benötigen. Das heißt, hier wird der erste neue Stadtteil in Graz entstehen seit über 100 Jahren. Und zwar ein Stadtteil mit gemischter Nutzung, um einen Forschungsturm herum, der ja schon im Bau ist, wo diese neuen Technologien auch erprobt und angewendet werden, entstehen vor allem Wohnquartiere, Nahversorgungseinrichtungen, ein öffentlicher Park. Wir haben dort Bildungseinrichtungen mit dem neuen Schulcampus, also es wird, läuft schon der Wettbewerb für die Volksschule und für die neue Mittelschule, Kindergärten und ein attraktiver öffentlicher Raum, also mit Plätzen und Einrichtungen, die also ein neues Quartier für 4.000 Personen auch benötigen. Und das ist also für Graz neu. Innerhalb der nächsten 4 Jahre soll dieser Stadtteil entstehen, wenn die Entwicklungen so positiv weitergehen und wir weiterhin, so wie im letzten Jahr und in den letzten Jahren, 4.000 Einwohner im Jahr dazu bekommen. Also im Prinzip deckt so ein Stadtteil gerade mal ein Jahr Bevölkerungszuwachs ab. Bei dem Science Tower wird doch versucht,
einige neue Technologien zu entwickeln, um sie für die weiteren Projekte nicht nur im Rahmen dieses Smart City Projects auch alltagstauglich zu machen. Und hier wird sehr konzentriert zusammengearbeitet. Wie gesagt, ich habe es erwähnt, hier arbeiten einige Institute mit, um auf dem Gebiet der Elektrotechnik, beispielsweise der Batterientechnik, also der Energiespeicherung, aber auch in der Entwicklung der Photovoltaik, in der Evaluierung einer neuen Technologie der Photovoltaik, mit der wir hier arbeiten, mitwirken. Und das ist eigentlich eines der Ziele. Klarerweise vom Städtebau her ist es eines der wichtigsten Projekte, markiert ein neues Stadtteilzentrum, allein durch die Höhenentwicklung und der städtebauliche Aspekt, der architektonische Aspekt, der technische Aspekt, aber ich sage es jetzt einmal im weitesten Sinne auch die Programmierung dieses Turms, in der Hinsicht, dass hier nur Unternehmen angesiedelt werden, die auf dem Gebiet der Green Technologies arbeiten, hat natürlich auch eine inhaltliche Relevanz. Es wird auch der Eco-Cluster Styria beispielsweise das neue Headquarter in diesem Turm haben, um in weiterer Folge interdisziplinäres Arbeiten auf dem Gebiet grüner Technologien zu fördern. Also, und diese inhaltliche Komponente ist wie überhaupt für das gesamte Gebiet einer der wichtigsten Aspekte. Die Programmierung des ganzen Stadtviertels spielt hier eine Rolle. Es geht hier um Bildung, es geht hier um Forschung, es geht um den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, es geht bei der sozialen Nachhaltigkeit um einen vernünftigen Mix an Wohnungen. Die Programmatik, oder sagen wir mal so, begonnen haben wir eigentlich jetzt nicht klassisch als Architekten mit einem räumlichen Konzept, sondern wir haben zuerst einmal ein Programm entwickelt oder ein Programm geschrieben, was dieses ganze Stadtviertel leisten soll. Ja, und aus dem heraus wurde das Projekt weiterentwickelt. Der Science Tower ist insofern natürlich ein Glücksfall, weil hier Hans Höllwart mit der SFL als Bauherr die Technologien auch selber weitertreibt. Also wir haben hier nicht nur einen klassischen Bauherr, sondern einen Bauherr, der selbst Technologien entwickelt, die auch in diesem Projekt umgesetzt werden. Ja, uns ist es ganz wichtig, jetzt als Architekt gesprochen, dass diese Technologien nicht einfach sozusagen als Fremdkörper auf das Gebäude gesetzt werden, irgendwo ein paar Photovoltaikmodule aufs Dach beispielsweise, was nicht schlecht ist, sondern wir versuchen hier mit diesen neuen Technologien so umzugehen, dass wir sie als architektonische Bausteine betrachten und versuchen, sozusagen ein Gesamtbild zu erzeugen, also integrative Elemente erzeugen. Um ein Beispiel zu nennen, auch das ist jetzt noch eine Idee, die Entwicklung ist. Es gibt nicht nur in der äußeren Hülle PV-Module, sondern auch an der inneren Hülle. Ursprünglich als statisches System gedacht, arbeiten wir nun mit der SFL daran, hier einen Sonnenschutz zu entwickeln, der sich mit der Sonne mitdreht. Und dieser Sonnenschutz besteht aus PV-Modulen. Das hat mehrere Vorteile. Ja. Die PV-Module werden immer mit der Sonne mitgedreht, wodurch sich natürlich der Wirkungsgrad erhöht. Ich habe eine Beschattung. Wir arbeiten jetzt noch an verschiedenen geometrischen Lösungen, damit trotz Beschattung aber auch die natürliche Belichtung sichergestellt ist durch Verdrehen. Durch eine Verdrehung dieser PV-Module in diesen Zwischenraum zwischen innerer und äußerer Schicht. Dadurch entsteht sozusagen eine dreidimensionale Konstruktion in diesem Raum, die sich dreht. Das ist zum einen natürlich schon auch, ich sage jetzt einmal, architektonisch spektakulär. Dahinter steht aber das Bemühen, den Wirkungsgrad dieser technischen Elemente einfach zu erhöhen. Ja, also, und dieser Prozess, hier mit diesen Technologien auch neue architektonische Elemente zu entwickeln, steht im Fokus unserer Arbeit. Der Nutzen für die Menschen wird sein, dass sie in einem hochwertigen neuen Quartier leben, mit Nahversorgungseinrichtungen, Schulen, Kindergärten. Also alle Schulen vom Kindergarten bis zur Matura sind dort im Stadtteil vorhanden.
Es wird eine perfekte Anbindung an den öffentlichen Verkehr geben. Die Straßenbahnplanung ist schon in der Detailphase. Es wird einen attraktiven Park geben, einen Stadtteilpark und öffentlichen Raum. Und natürlich auch intelligente Mobilitätslösungen mit entsprechenden Carsharing, Bikesharing-Angeboten. Gebäudebezogene Technologien werden im Hintergrund auch laufen und dafür sorgen, dass die Energieverbräuche also sehr gering sind. Und das ist vielleicht vereinfacht gesagt das Smarte ist, dass die verschiedenen Technologieanwendungen im Hintergrund laufen sollen und die Lebensqualität der Bevölkerung und der Anwohner dort im Vordergrund steht.